Binomialkoeffizienten sind Größen, die von zwei Parametern abhängen, nämlich von n und k. Und sie werden folgendermaßen berechnet. Das ist ein Bruchterm, wo im Zähler n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter muss miteinander multipliziert werden, bis man insgesamt k Faktoren hat. Und man dividiert das dann durch k Faktorelle. Und zur Erinnerung, k Faktorelle ist das Produkt der ersten k Zahlen. Und 0 Faktorelle wird als 1 definiert. Also beispielsweise 6 über 3 ist 6 mal 5 mal 4, also 3 Faktoren, immer absteigend. 6 mal 5 mal 4 dividiert durch 3 Faktorelle. Und 3 Faktorelle ist in 6, also kürze ich das weg und man hält 20. Das sind also immer ganze Zahlen, und zwar nicht negative ganze Zahlen. Man kann diese Binomialkoeffizienten, wie schon im ersten Teil ausgeführt, noch ein bisschen anschreiben, indem man hier noch weiter rechnet. Also man bricht hier nicht ab nach k-Faktoren, sondern geht jetzt weiter hinunter. Nächste Faktor wäre n minus k und so weiter bis 2 mal 1. Das ist nichts anderes als n minus k Faktorelle, was hier ergänzt wird. Und wenn man das dann wieder zusammenfasst, hat man hier im Zähler n Faktorelle und den nennen wir k Faktorelle mal n minus k Faktorelle. Diese Binomialkoeffizienten erfüllen eine sehr schöne Eigenschaft, nämlich dass sie eine sogenannte Rekursion erfüllen. Es gilt nämlich, dass n plus 1 über k plus 1 nichts anderes ist als n über k plus n über k plus 1. Ich möchte das zunächst einmal kurz begründen. Man setzt einfach ein und schaut nach, ob das stimmt. Das ist die kurze Begründung. Die Rechnung dazu ist die folgende. Also man betrachtet die rechte Seite. Hier haben wir also n über k. Das ist n mal n minus 1 und so weiter bis n minus k plus 1 dividiert durch k Faktorelle. N über k plus 1 schaut sehr ähnlich aus. Das beginnt mit n mal n minus 1 und so weiter. Und dann hat man nicht k Faktoren, sondern k plus 1 Faktoren. Also man hat jedenfalls n minus k plus 1, das ist der k-te Faktor, und dann noch den k plus 1. Faktor n minus k und dividiert dann durch k plus 1 Faktorelle. Aber k plus 1 Faktorelle ist nichts anderes als k Faktorelle mal k plus 1. Also es kommt ja noch ein Faktor dazu. Man sieht, dass also hier gewisse Teile gleich sind. Die können wir herausheben. Also wir heben heraus n mal n minus 1 und so weiter bis n minus k plus 1 durch k Faktorelle. Und haben hier dann das Ganze einmal plus, und hier haben wir die Faktoren n minus k durch k plus 1 noch dazu. Das heißt, wir haben hier insgesamt diese zwei Anteile. Das hier ist aber, wenn man das auf gemeinsamen Nenner bringt, n plus 1 durch k plus 1. Das heißt, wenn ich das jetzt betrachte, sehe ich hier die Faktoren n plus 1, ja, im Zähler n plus 1, dann n und so weiter bis n minus k plus 1. Das sind insgesamt k plus 1 Faktoren und die Nenner sehe ich k plus 1 mal k Faktorelle, also insgesamt k plus 1 Faktorelle. Und das ist dann nichts anderes als n plus 1 über k plus 1. Weiters haben wir die Eigenschaft, dass n über 0 und n über n immer 1 sind. Das sieht man, indem man einfach in die Definition einsetzt. Also, wir haben diese Rekursion und diese Eigenschaften n über 0 und n über n. Und wir werden uns als nächstes überlegen, dass durch diese beiden Eigenschaften die Binomialkoeffizienten eindeutig bestimmt sind. Und das führt uns zum sogenannten Pascalschen Dreieck.
Das Pascalsche Dreieck wird folgendermaßen gebildet. Man beginnt mit einem Einser und schreibt dann links und rechts darunter wieder einen Einser. Das ist sozusagen die nullte Zeile, die erste Zeile. Und dann beginnen wir mit der sogenannten zweiten Zeile. Links und rechts wird wieder ein Einser gesetzt. Und die Zahl hier in der Mitte ergibt sich als Summe dieser beiden Zahlen. Und das wird fortgesetzt. Man schreibt links und rechts einen Einser an. Und die Zahlen hier in der Mitte ergeben sich jeweils als die Summe der beiden oberen Zahlen. Also hier steht 2 mal ein Dreier und so weiter. Und wir können das jetzt fortsetzen. Das hört quasi nie auf. Ich habe schon gesagt, das ist hier die nullte Zeile. Das ist hier die erste Zeile. Das ist die zweite Zeile. Dritte Zeile und die vierte Zeile und so weiter. Und entsprechend können wir hier auch von Spalten sprechen. Also das soll die nullte Spalte sein, das soll die erste Spalte sein und so weiter. Nun, das Pascalsche Dreieck ist eng verknüpft in den Binomialkoeffizienten, denn das ist nichts anderes als das Folgende. Dieser Einser hier entspricht 0 über 0. Diese beiden Einser hier in der ersten Zeile entsprechen 1 über 0 und 1 über 1. Und 1, 2, 1, diese drei Zahlen entsprechen 2 über 0, 2 über 1 und 2 über 2. Und dann geht es so weiter, 3 über 0, 3 über 1, 3 über 2 und 3 über 3 etc. Ich schreibe jetzt die weiteren Zeilen nicht an. Warum ist das so? Denn alle diese Zahlen, die hier auf der linken Seite stehen, sind alle 1. Das war diese Bedingung, dass n über 0 immer 1 ist. Also hier stehen lauter Einser. Das ist genau dasselbe wie beim ursprünglichen Definition des Pascalschen Dreiecks. Entsprechend stehen auf der rechten Seite lauter Einser. Es gilt eben, dass n über n gleich 1 ist. Also 0 über 0, 1 über 1, 2 über 2 und 3 über 3, alle diese Zahlen sind 1. Und dann gilt ja die Rekursion, die wir gerade gezeigt haben, dass n plus 1 über k plus 1 dasselbe ist wie n über k plus n über k plus 1. Das heißt zum Beispiel, 3 über 1 ist die Summe von 2 über 0 plus 2 über 1. Und das gilt hier immer, wenn wir die Binomialkoeffizienten so anschreiben. Also zum Beispiel, hier 2 über 1 ist die Summe von 1 über 0 und 1 über 1. Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Rekursionsformel, die wir haben und diese Bedingungen, dass n über 0 gleich 1 sind und n über n gleich 1 sind, bestimmen das Pascalsche Dreieck. Also wir beginnen hier mit 0 über 0, das ist dieser Einser hier. Dann haben wir hier 1 über 0 und 1 über 1, die sind beide 1. Das ist die erste Zeile. Und dann können wir die zweite Zeile so betrachten, dass wir zunächst einmal links und rechts 2 über 0 und 2 über 2 anschreiben. Das sind eben beide 1. Und die Zahl in der Mitte, so 2 über 1, ist die Summe von 1 über 0 und 1 über 1 wegen dieser Rekursionsformel. Dann die nächste Zeile wird ebenso ermittelt, 3 über 0 und 3 über 3 sind 1. Und die beiden Zahlen in der Mitte, also 3 über 1, ist die Summe von 2 über 0 und 2 über 1. Und 3 über 2 ist 2 über 1 plus 2 über 2. Das ist nichts anderes als diese Rekursionsformel. Das heißt, diese Bildung des Pascalschen Dreiecks ist kurz gesagt nichts anderes als diese Rekursionsformel Zeile für Zeile angewandt. Das heißt, das Pascalsche Dreieck, das ich hier angegeben habe, ist nichts anderes als eine entsprechende Anordnung aller Binomialkoeffizienten, wobei eben hier die Zeilen durchnummeriert werden von 0, 1, 2 und so weiter und die Spalten entsprechend, die nullte Spalte, erste Spalte, zweite Spalte etc.